Mach mal, versuch's mal. Wenn du triffst, ist geil. Holy shit. Holy shit. Okay, dann jetzt weiter nach vorne rücken. Wir müssen immer noch in das komische Gerät da hinten rein. Hier müssen wir rein. Da sind nämlich noch mehr Leute drin. Und die machen gerade Kram kaputt. Das ist nicht gut. Die Frage ist, wo möchte ich gerade hin vorrücken und mit wem vor allem? Eigentlich möchte ich das ungern mit Kelly machen, aber ich glaube, es bleibt uns nicht besonders viel übrig. Lauf mal nach da. Guck mal, ob du jetzt schon mal siehst. Nein, tust du nicht. Okay. Du musst mal relativ weit nach vorne laufen. Einfach um weiter vorne zu sein. Dich schiebe ich mal nach hier. Wir verteilen uns hier leider gerade ein bisschen, aber da kann ich nicht so viel gegen machen. Fürchte ich, du kommst nicht weiter, ne? Wen haben wir jetzt noch alles? Ja, du kannst auch... Achso, ich wollte gerade sagen, du kannst auch noch, aber du kannst da hacken. Okay, das ist in Ordnung. Und kein Hilfsprotokoll. Wir können immer noch heilen, noch einmal mit ihr natürlich. Aber sie muss weiter wieder jetzt auch wieder weiter nach vorne, fürchte ich. Das Problem ist, hinter dem Auto ist irgendwie nicht so richtig toll vorne. Hier ist auch nicht so richtig toll vorne, aber dann kann sie da hinten lang rennen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, du machst einen Overwatch. Du machst einen Overwatch. Kaboom. Okay, das hat zum Glück nicht genug Reichweite für die Aktion da. Hier ist überall nur halbe Deckung. Das ist nicht so schön. Wir können einen Run and Gun machen unter Reihen. Ich habe nichts wieder auf das Ding schießen sehen. Das ist schön. Laufe. Hier könnten noch Aliens sein, aber ich glaube, also eigentlich müssten die da drinnen sein. Also vorhin waren sie jedenfalls da drin. Ich kann jetzt nach hier laufen, dann sehe ich unter Umständen was. Dann bist du wieder derjenige, der Sachen gesehen hat, aber irgendwie nichts Sinnvolles tun kannst. Lauf erstmal dahin und lad nach. Du musst ein bisschen nachladen hier. So. Damit du noch was treffen kannst. Bei dir ist es irgendwie das Gleiche. Das Schöne ist, solange die dann nicht drauf schießen, ist alles okay. Und wir können uns ein bisschen Zeit lassen. Du brauchst nicht nachladen, weil du hast eine coole Spezialfähigkeit dafür. Das ist natürlich gut. Das heißt, du kannst hier rausgehen. Mach erstmal die Tür auf. Das ist eine gute Idee. Du kannst einen Overwatch machen. Du machst auch mal gerade einen Overwatch. Du musst noch ein ganzes Stück weiter nach vorne laufen. Hier wäre cool eigentlich. Du kannst nämlich auch... Also du kannst ja ganz gut schießen. So ist es nicht. Du hast ja auch jetzt eine bessere Waffe. Und so. Und auch Waffenverbesserung. Das lohnt sich also, glaube ich, durchaus. Aber ich traue mich jetzt mit ihr nicht noch weiter nach vorne, weil dann haben wir ganz viele Overwatches verschenkt. Das heißt, du willst erstmal auch noch einen Overwatch machen. Und dann gucken wir mal. Wir können jetzt da theoretisch irgendwie anfangen zu stürmen. Ist die Frage, ob ich einen Run and Gun dafür haben möchte. Wir laufen erstmal nur nach da. Wir sehen da niemanden drin, das ist irgendwie schlecht. Wenn ich hier hinlaufe, sehe ich durch die Tür jemanden vielleicht. Sieht nicht danach aus. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite nicht so gut. Wenn du jetzt hier hinläufst, bist du von zwei Seiten geschützt und kannst da reingucken. Ich sehe schon, dass das ein Fehler ist. Dammit, es war wahrscheinlich ein Fehler, weil die mich jetzt gesehen haben und hier reingelaufen kommen werden. Und du da dämlich an der Tür rumstehst. Das ist schlecht. Der Mutron läuft da hinten hin. Die Viecher sind alle da und wir können die Flashbang nicht benutzen. Du siehst den? Geil, du siehst den. Ich weiß nicht genau warum, aber du siehst den. Du kannst ihn leider nicht flankieren. Das ist schade. Hast auch keine ordentliche Deckung gegen den. Hier sind Viecher drin. Die Frage ist, trifft vielleicht... Oh. Das ist nicht viel, aber du triffst den theoretisch vielleicht. Kannst du noch, du könntest theoretisch vorher noch laufen, das bringt aber nicht so richtig viel. Siehst du irgendwas? Nein, schade. Schade. Ja, das ist doof, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert hier. Also ich kann nicht weit genug rauszoomen, als dass das irgendwie sinnvoll wäre. Wenn du hier hinläufst, siehst du niemanden, ne? Shit, das ist traurig. Von da scheint man wen zu sehen, aber das war's dann auch. Nur von da scheinbar. Von da auch nicht? Okay. Von hier auch nicht. Von da auch nicht. Das ist ja krass. Okay. Die sehen alle nichts. Ganz ehrlich. Take the shot. Shit. Schade, shit. Shit, schade. Ja, ich hab's mitgekriegt.
das Auto brennt, ne? Das kann nicht nochmal explodieren, hoffe ich. Das wäre jetzt sehr, sehr schlecht. Das hat mir nichts angezeigt, dass das hier problematisch ist, übrigens, zu stehen. Wehe. Ach, wir kommen nirgendwo richtig sinnvoll hin. Da sollten wir sowieso nicht. Da ist ganz schlecht. Da wollen wir nicht hin mit unserer Granate. Da kommen wir nicht hin mit uns. Also ja, wir kommen dahin, aber das bringt uns nicht viel. Frau Gelly, ne? Das ist irgendwie, du bist da auch nur in halber Deckung. Das ist mir irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen risky gerade. Ich hätte dich gerne in voller Deckung. Hier ist vielleicht besser als, oder? Nee, hier ist wahrscheinlich besser. Mit einem schönen Run and Gun und dann da hinten durchs Fenster durch oder so. Hier oben ist vielleicht nicht so, da flankieren wir den aber nicht, ne? Von hier können wir aber auf den schießen. Ist das dann eine Flanke? Wie kann ich denn auf den schießen? Achso, durch die Fenster hier. Okay, nee, dann ist das hier besser. Und dann machst du auch ein Run and Gun. Und läufst nach da erstmal. So, wir gucken mal gerade. Das wird die Chance wahrscheinlich nicht sehr viel. Oh, jetzt kannst du auf den schießen. Okay, aber auf den auch. Ich glaube, du kriegst auch gleich hier so ein komisches Gerät. Eine Gremlin-Dingens. Jetzt läufst du aber noch nach hier hinten irgendwo. Und dann kriegst du das. Hallo? Hier kann ich auch noch hin, ne? Aber das ist... Ach, das... Hä? Irgendwie funktioniert die Deckung in die Richtung nicht so richtig doll. Lauf mal nach da. Ja, ach. Ja. I know. Hilfsprotokoll auf. Die Frau Gelly steht da halt sehr weit vorne, deswegen würde ich ihr das gerne geben. Du triffst hier nichts. Vielleicht, wenn sich irgendwas bewegt. Das ist jetzt meine Hoffnung. Wenn irgendwas bewegt, triffst du vielleicht noch was. Du kannst noch ein bisschen vorrücken. Überleg gerade nach wo. Hier ist volle Deckung. Dahin rückst du jetzt vor. Da triffst du zwar erstmal auch nichts gerade, aber vielleicht danach die Runde oder so. Und du kannst eigentlich den Schuss nehmen. Ja, 66 ist die Frage. Da treffen wir besser und wenn der stirbt, ist das auch nicht schlecht. Wenn der Motor natürlich jetzt gleich angelaufen kommt und dich verhaut, ist das auch nicht gut. Aber den wirst du nicht mit einem Schuss töten. Das kannst du gar nicht. Den kannst du aber mit einem Schuss töten. Gib ihm! Wenn du ihn tötest, dann kannst du vor allem noch weglaufen. Daneben. Gibt nur einen Treffer. Shit. Einen Schaden. Nee, das ist echt nicht gut. Hilfsprotokoll auf Frau Kelly, bitte. Bist du das? Du bist das. Die darf, wenn die jetzt stirbt, dann wäre das echt, echt ungünstig. Oh. Und jetzt kommt er. Und der wird... Alter, der wird ihr wahrscheinlich jetzt hart in die Fresse schießen. Oh, er schießt auf das Gerät. Okay. Das ist auch nicht gut, aber das ist nicht so schlimm gerade. Komm, gib ihm! Nein! Aber Holoziehen ist jetzt auf dem drauf, okay. Was machst du? Oh, shit. Ist die flankiert gerade? In Panik, ausgerechnet. Arg. Wir können gleich eine Flashbang hier reinwerfen. Das wäre mein Plan. Das Problem ist, wenn du jetzt irgendwie... Shit. Und die hunkert down. Das ist ganz schlecht. Also die Tatsache, dass du da jetzt in Panik bist, ist echt sehr, sehr ungünstig. Weil wir dich jetzt nicht mehr bewegen können, selbst wenn wir die Panik brechen. Oder? Nee. Ist immer noch in Panik. Shit. Die Sache ist, wenn wir jetzt eine Flashbang reinwerfen, dann sind erstmal alle desorientiert. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wobei, na, das gibt irgendwie so komische Deckung dahinter, ne? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wenn du hier hinwirfst, triffst du den Mutton nicht. Hier triffst du den Mutton, aber den... Das ist irgendwie blöd. Ich weiß nicht, ob das reicht. So treffen wir den Mutton nicht mehr. Vor allem, wenn ich hier stehe, dann flankiere ich und kann Leute töten. Das ist wahrscheinlich viel besser gerade. Die Flashbang gut und schön, aber alles andere wäre wahrscheinlich gerade echt besser. Siehst du irgendwas? Nein, du siehst gerade nichts. Das ist traurig. Ja, vor allem sehen die anderen auch alle irgendwie nichts. Du siehst den da hinten und kannst auf den schießen, das ist gut. Du siehst den da auch und kannst auf den schießen, das ist auch nicht schlecht. Jetzt frage ich mich gerade, ob das hier vielleicht sinnvoll ist. Oder ich gehe da rein und vermöbel den. Wie viel Schaden würde das machen?
Das würde den, ja, 6 bis 8, das ist nicht so viel. Ich glaube, wenn ich das hier mache, ist das besser. Ganz ehrlich, komm. So kannst du von da immer noch eine Granate werfen. So, du flankierst aber beide, das ist wahrscheinlich geiler. 88. Wenn du den nicht krittest, tötest du ihn so nicht. Das ist aber blöd. Warte mal, wie sieht das mit der Granate aus? Der steht da. Das heißt, wir treffen den garantiert nicht alles zusammen hier. Das ist natürlich schlecht, aber dann den da töten wäre richtig awesome. Das kriegst du hin. Komm, ich glaube an dich. Wenn du jetzt eine Shotgun hättest, wird das wahrscheinlich mehr helfen. Aber du tötest ihn einfach hart ins Gesicht. Bam. Nice. Panik entfernt. Das ist gut. Wir können dich leider trotzdem nicht mehr benutzen in dieser Runde. Und das war... Oder? Nee. Und es war leider... Nee, ich wollte gerade sagen, das war der, den die gesehen haben. Das stimmt aber nicht. Gut, folgendes. Du jetzt nach vorne läufst. Du musst erstmal lädst du jetzt nach. Du kriegst das sowieso frei. Das ist wunderbar. Da haben wir keine großen Probleme. Ich will die leider nicht irgendwo hier so hinstellen, dass die bei, dass der Muton die mit einer Granate treffen kann, beide. Das wäre natürlich schlecht. Wenn ich jetzt aber erst hier hinlaufe, dann bist du in halber Deckung und kannst den da trotzdem noch ordentlich erwischen. Wenn du hier stehst, dann triffst du den wahrscheinlich, also dann kannst du den wahrscheinlich gar nicht beschießen. Nee, kannst du nicht. Der Muton, der da drin ist, der stört mich gerade noch, aber es geht gerade nicht anders. Wir müssen das so machen. Die Granate hier wäre natürlich fatal, auf der anderen Seite tötet sie zumindest dann nicht. Ich hätte den gerne niedergehalten, eigentlich, den hässlichen Muton. Ich könnte jetzt natürlich... Nee, dann töte ich mein eigenes Gerät. Das wäre auch blöd. Nice! Bring es um! Und Holo-Zielen ist drauf. Perfekt. So, du hast 56. Du hast... 86. 68. So. Gib ihm, bitte. Komm. Nein, daneben. Shit. Ja, das habe ich gemerkt. Du schaffst das. Komm, jetzt mach auch. Na also, okay. Problem ist, der Muton ist da immer noch drin. Der ist natürlich ein Problem jetzt, wenn du jetzt irgendwo... Hier ist nirgends ganze Deckung, ne? Hier ist ganze Deckung, aber das bringt mir nicht so richtig viel. Wenn du hier hinläufst, dann wird der Muton dich nicht flankieren können, aber du kannst möglicherweise noch auf ihn schießen. Wenn nicht, siehst du ihn zumindest wenigstens. Nein. Aber du kannst ihn anschießen bei Bedarf, wenn er da jetzt rauskommt, was er tut. Gib ihm! Dammit. So nicht. Nein! Nicht! Holy crap! Holy crap! Und jetzt ist sie in Panik. Oh nein! Die verblutet. Sie verblutet nur. Sie verblutet. Wir können sie noch retten. Ey, ihr müsst das jetzt hier hart regeln gerade, Jungs. Sonst haben wir böse Probleme. Wir haben noch eins, ne? Wir können noch das Revitalisierungsprotokoll. Nee, Moment. Stabilisierung müssen wir machen. Ah, oh, verhindert, dass ein Soldat verblutet. Und die hängt da irgendwo im Feuer rum, glaube ich. Ich überlege gerade, ob das hat nicht Priorität. Ganz ehrlich, die hält das noch eine Runde aus. Das klingt jetzt blöd, aber die hält das noch eine Runde aus. Das, drei Runden dauert das. Die hält das noch eine Runde aus. Das ist gerade ziemlich finster, aber es geht nicht anders. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach da reinlaufe und den Typen versuche umzubraten, so gut es geht einfach. Mit hier Flankierung und so. Weil der muss echt sterben jetzt. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob der mich schlagen kann, wenn ich an ihm vorbeilaufe. Das hat er bis jetzt noch nie gemacht, oder? Nee, komm. Kriegst du hin. Tschüss. Hallo. Gib ihm. Hau. Alter, du triffst den immer noch so schlecht. Wie bitter. Ey, die trifft den echt nicht. Aus der freaking Entfernung. Ich glaube das einfach nicht. Ah. Ich überlege gerade, ob ich den erst sprengen soll oder irgendwas. Geht nicht mehr. Nicht mit den ganzen Leuten hier. Du bist in Panik, du kannst nicht mehr schießen. Oh, shit. Ich bin gerade so gefickt. Sorry. Shit. Shit, shit, shit. Ja, einer. Oh Gott. Naja, ich weiß. Aber wenn du jetzt den noch irgendwie flankieren kannst, ne?
tust du von hier, glaube ich, nicht ganz oder so. Ich bin mir nicht sicher. Wenn du hier hinläufst, dann killst du ihn auf jeden Fall. Das ist der wichtige Teil. So. 89. Gib dem scheiß Drecksgerät. Danke. Target disabled. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission verwundet. Ich wollte gerade sagen, wenn die jetzt da liegen gelassen wird oder irgendwas, ne? Oh, wir haben es geschafft. Gerade so. Die ist jetzt wahrscheinlich irgendwie für ein oder zwei Monate raus, ne? Aber sie hat überlebt. Oh Gott. Ein Glück. Wo ist sie? Oh, die sitzt da voll zufrieden in der Pampa rum. Durchschnittsschaden pro Angriff. Das wurde jetzt wahrscheinlich durch die neuen Waffen sehr, sehr erhöht. Oh Gott, das war ja bitter. Das war ja richtig, richtig bitter. Ich glaube, wir haben irgendeine Beförderung dabei gehabt. Eine zumindest. Eigentlich müsste sie dringend mal befördert werden, weil sie ist noch nicht so doll dabei gerade. Und wir können den Revolverhelden ganz gut gebrauchen eigentlich gerade. Aber gut, wir schauen erstmal, was passiert ist. Oh, das ist jetzt... Ich sehe da irgendwie einen ultra schwer verwundet. Schwer verwundet war bis jetzt, glaube ich, das Höchste. Quasi tot oder so wäre jetzt wahrscheinlich das Nächste. Die Aliens fragen sich sicher jetzt noch, was das war. Weiter so, Commander. Nein, nur in Anführungsstrichen schwer verwundet. Okay, aber sie hat einen neuen Rang gekriegt. Okay. So, das ist gut. Was haben wir denn da? Sichere Deckung. Wenn du in dieser Runde nicht angegriffen hast, gehst du automatisch in Deckung. Das ist eigentlich ganz gut, aber sie ist ja eher... Oh, 18 Tage nur. Guck mal. Sie ist ja eher aggressiv, ne? Das heißt, unantastbar. Wenn du in einer Runde einen Kill erzielst, verfehlt dich der nächste gegen dich gerichtete Angriff in der Feindrunde. Nice. Nice, das nehmen wir natürlich. Unantastbar. Jane Kelly wird hoffentlich unantastbar. So, blitzschnelle Hände. Feuere deine Pistole auf ein Ziel. Dieser Angriff kostet keine Aktion. Hat natürlich irgendwie Abklingzeit. 3 Runden. Aber das nehmen wir. Warte, was steht da? Da der Einsatz des Präzisionsgewehrs in derselben Runde nicht verhindert wird. Ja, grundsätzlich schon, aber mehr mit Pistolen rumschießen grundsätzlich ist auch nicht schlecht. So. Puh, eine Magazinerweiterung und komische Leichen natürlich, wie immer. Eindruckend, Commander. Sie haben meine und sie haben keine Panzerung gekriegt. Oh. Weitem übertroffen. Dankeschön. Und wir haben noch einen relativ großen Haufen Vorräte gekriegt. Jetzt ist die Frage, ich würde gerne die Waffen und die Plattenrüstung sowieso. Aber wir brauchen auch noch so ein Satellitenrelais für mehr Kontakte. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal wirklich wichtiger. Das klingt der doof. Und ging durch die Infiltration Advance ein großes Risiko ein. Also glaube ich, dass er der Sache treu ist. In der Bewegung gibt es noch einige Skeptiker, aber wir haben größere Sorgen als einen Mann auf einem Bildschirm. So. Jo, wir müssen das machen, leider. Wir müssen die Kommunikationszentrale bauen. Das ist wirklich wichtig. Wir haben sonst zu wenig Stuff. Bau das Ding. Sobald das abgeschlossen ist, schieben wir den Ingenieur darüber. Nur noch 91, leider. Und dann müssen wir jetzt wirklich weiter hier Kontakt herstellen. Ja, wir müssen das. Ich weiß. Oh Gott, ein Wissenschaftler, Feuerdrache. Ist alles schön, aber Kontakt herstellen ist gerade wirklich, wirklich wichtiger, leider. Ah, das ist schlecht auch, das... Wie viel haben wir denn da? Holy crap. Die ist jetzt lange raus, ne? Die kann auf den nächsten Einsatz nicht mit. Warte, was wir jetzt auch nochmal erstmal machen müssen. Wir haben gerade einen zweiten Ranger, der auch noch ein bisschen was tun kann. Aber was wir nicht mehr haben, was mir aufgefallen ist, ist ein... wie nehmen wir da? Das sind alles Frauen irgendwie hier bei mir, ne? Ja, ich möchte, dass die eine bestimmte... automatisch eine spezifische Klasse. Yep. Wir hätten gerne einen weiteren Grenadier, nachdem unsere eine Grenadierin gestorben ist. So, ich möchte hier nochmal kurz gucken, was haben wir da noch? Ranger und Scharfschütze, können wir das jetzt machen? Das ist natürlich auch richtig geil. Gilt das nur für Ranger? Das steht da nicht, ne? Das steht nicht. Da steht nicht, dass das nur für Ranger gilt. Wobei, da steht ein Ranger-Doppelpunkt dran. Schade. Also wahrscheinlich schon.
Verblut näher als direkt zu sterben, das ist auch richtig cool. Das brauchen wir auch noch. PKS-Boni sind deutlich erhöht. Das können wir alles noch gebrauchen. Das ist damit. Das fortschrittliche Kriegszentrum ist bald bereit. Das ist auch nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, wir fliegen erstmal da hoch. Und stellen den Kontakt zur neuen Arktis her. Dann die Vorräte und dann müssen wir zusehen, dass wir da hinten rüberkommen. Ich sehe schon jetzt noch was passieren. Plattenrüstung! Das ist schön. Schauen wir uns das mal an. Predator-Rüstung zur Fertigung verfügbar. Neue Forschung verfügbar. Illyrium. Testprojekt Exo-Anzug. Testprojekt Spinnenanzug. Codename Yorick. Wir haben genügend Advent-Rüstung geborgen, um mit der Umfunktionierung der äußeren Platten zu beginnen, damit sie unseren Soldaten besser passt. Das Material selbst scheint das gleiche zu sein, wie es die Aliens für den kompletten Rumpf der Avenger verwendet haben. Eine extrem robuste Substanz mit einer ungewöhnlichen, umhüllenden, magnetischen Eigenschaft. Als Rüstungsbestandteil eingesetzt, bieten die Magnetfelder dieser Platte zusätzlichen Schutz gegen Magnetwaffen, vor allem die Gauss-Waffen, mit denen Advent-Einheiten gewöhnlich ausgerüstet sind. Predator-Rüstung bietet erhöhten Schutz und zusätzlichen Inventarplatz. Zusätzlichen Inventarplatz ist cool. Spinnenanzug. Lückenhafte Aufzeichnungen aus dem zerstörten Hauptcomputer im XCOM-Hauptquartier weisen auf einen frühen Prototypen einer leichten Kletterhakenrüstung hin, der nie umgesetzt wurde. Oh, ich habe den aber umgesetzt. Mit unserem Wissen über die Materialien der Aliens können wir das Konzept vielleicht wiederbeleben. Exo-Anzug. Wenn wir die Servo-Rüstung-Prototypen, an denen wir gearbeitet haben, mit der von uns geborgenen Advent-Panzerung kombinieren, können wir eine schwere Version unserer Plattenrüstung entwickeln. Und vor allem können wir eine Halterung für schwere Waffen direkt an der Rüstung selbst anbringen und so starke defensive sowie offensive Fähigkeiten in einen Anzug kombinieren. Cool. Okay, wir sollen die Alien-Verschlüsselung knacken, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Psionik auch nicht schlecht. Das Geschützwrack würde ich aber vielleicht auch ganz gerne langsam mal erforschen. Illyrium können wir gar nicht, haben wir zu wenig für. Das dauert nur 2 Tage und vielleicht hilft uns das irgendwie mal noch. Nur 2 Tage, wobei die enge Verschlüsselung vielleicht auch echt praktisch wäre und in Anführungsstrichen nur 6 Tage. Das ist auch... Ja, komm, wir erforschen das. So. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Mal ganz kurz hier noch gucken. Schärfewünde, du bist erschüttert, aber bald wieder verfügbar. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, Technikabteilung. Hey, hi, hi. Gegenstände herstellen. Jetzt bin ich gespannt. Rüstungen. Predator-Rüstung. 150 Vorräte. Die Frage ist, wenn ich dieses Ding baue, kaufe, was auch immer, zählt das, brauche ich davon mehrere, wie es hier steht, oder ist das so wie hier, dass die das dann alle kriegen? Das steht da nämlich nicht dabei. Das ist blöd. Hier steht das nämlich auch nirgends dabei. Das ist jetzt gerade echt schade und wäre interessant zu wissen. Wir haben sowieso noch nicht genug Vorräte, aber sobald wir sie haben, werde ich mindestens eine bauen. Was mir außerdem gerade einfällt, ich Testbereich, ne? Ich habe einige alte Dateien gewühlt, die Central schon seit der Zeit vor dem Krieg aufbewahrt. Ich stoße immer wieder auf englische Notizen und eine Art gebrochenes Deutsch. Vielleicht sollte ich ihn selbst fragen. Das klingt nach, wie hieß die noch? Irgendwas mit V, oder? Ich hätte jetzt fast Vala gesagt, aber das ist, glaube ich, nicht richtig. Die Wissenschaftlerin von damals. Wir gucken mal gerade Projekte. So, Exo. Das ist aber nicht ganz günstig. Die Frage ist, kriegen wir dann direkt so ein Gerät oder können wir die dann noch bauen? Ich weiß das ehrlich gesagt gerade nicht. Schädel aus. Das ist eine Verbesserung für den Schädelstecker, war cool. Wir können noch experimentelle Munition und Granaten bauen. Ich weiß nicht, was das genau ist und wie das funktioniert, aber es ist cool. Das ist nicht ganz so teuer. Oh doch, das... Warte mal. Ich überlege gerade, das hier ist tatsächlich richtig gut für schwere Leute, ne? Und es kostet tatsächlich quasi nur Ressourcen. Wir haben leider nicht besonders viele Kerne. Illyrium-Kristalle brauchen wir dafür auch. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ne, ich lasse das jetzt erstmal. Ganz ehrlich. Wir machen erstmal weiter. Fortschrittliches Kriegszentrum kommt auch noch. Weiter Kontakt herstellen. Fortschrittliches Kriegszentrum. Ha. Einsatzbereit. Soldaten erhalten die Chance, bei ihrer Beförderung eine Bonusfähigkeit zu erhalten. Neuer Personalplatz steigert die Heilungsrate von Soldaten.
bildet Soldatenfähigkeiten neu aus. Jetzt verfügbar Werkstatt Gremlin. Erstmal gehen wir da hin und gucken uns das an. Da gibt es natürlich noch... Oh, das ist cool! Da können wir unsere Leute schneller heilen. Das ist wichtig und cool. Und wir können irgendwie Soldatenfähigkeiten neu ausbilden. Das ist auch gar nicht so schlecht unter Umständen vielleicht mal. Wir können einen Werkstatt oder den Werkstatt Gremlin hier reinbauen. Oder wir können erstmal für die Kommunikationszentrale das einsetzen, was wahrscheinlich sinnvoller wäre. Ich überlege gerade, ob ich hier noch einen rausnehme. Moment, warte mal. Zwei Personal-Gremlins? Ich würde das hier eigentlich ganz gerne erstmal weiter schneller bauen. Das ist wichtig, weil wir müssen da leider rüber. Ah, wir müssen da leider schnell rüber. Wenn ich jetzt hier einen rausnehme, wie viel langsamer geht das dann? Ich probiere das einfach mal gerade. 11:22. Holy crap. Aber... ich möchte das haben. Wir brauchen die erhöhte Heilungsrate. So. Für zum Beispiel Kelly, weil die muss auch wieder verfügbar sein nachher. 8 Tage und 1 Tag. Wir können auch mal echt neue Leute brauchen, ne? Holy crap. Rekrutieren. Oh, hier gibt es eine ganze Menge. Die kosten alle gar nicht so viel. Problem ist, die sind natürlich erstmal alle... Warte mal. Den haben wir schon. Wir sind natürlich alles Rekruten. Das ist ein bisschen schlecht. Wir machen erstmal weiter. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst, dass jetzt irgendwas schief geht gleich. Ja, das wussten wir. Das geht aber noch. Das ist nicht ganz so schlimm. Also, es ist schon scheiße. Entschuldigung. Aber es ist nicht ganz so schlimm. So, wir haben Kontakt hergestellt. 3. Region. Leider erst. Aber das ist schon mal sehr, sehr gut. Als nächstes müssen wir nach Amerika. Ich habe ein bisschen Angst vor Amerika, weil ich erwarte, dass da irgendwie viele böse Leute sind. Neue regionale Kontakte gefunden. Yep. Können wir nun den Kontakt... Ja, nach Investamerika können wir aufbauen. Das ist gut. Das müssen... Ach, ich wollte gerade sagen, wo ist das? Da ist das. Wir können noch mal kurz hin... Warte mal. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann zeigt mir das, wie viel Info ich brauche dafür, ne? Versteckte Reserven. Avenger Ausgangsleistung. Warte mal, erstmal möchte ich jetzt hier mal kurz gucken. Das braucht 60. Wir können das gerade sowieso noch nicht machen, fällt mir dabei auf. Wenn wir jetzt ganz kurz zum Schwarzmarkt fliegen, wir sind ja quasi schon daneben, ne? Können wir vielleicht noch was kriegen? Flieg mal ganz kurz zum Schwarzmarkt. Ich möchte wissen, was es da gibt. Das ist ja quasi so, wir sind ja quasi da. Interesse an Sektoiden oder Mutonleichen. So, gucken wir mal kurz. Alienlegierung. Ein Grenadier. Ein Sergeant? Und Vorräte natürlich. Überragende Wahrnehmung. Okay. Die Vorräte sind geil, aber der Grenadier ist richtig gut. Wir könnten noch einen Grenadier gebrauchen. Einen guten. Was ist denn eins? Warte mal. Was ist denn ein Sergeant genau? Was für ein Rang ist Sergeant? Sergeant ist Rang, keine Ahnung, 3? 3? Ja, quasi der 3. Rang, okay. Moment, 60 brauchen wir noch von den Info, ne? Das heißt, wir können 80 ausgeben, quasi, bis zu 85. Das ist ein kleines bisschen zu viel. Ich könnte natürlich auch die Vorräte noch nehmen und dann erstmal Rüstung und Waffen bauen. Wir kriegen noch einen Grenadier, aber das dauert noch ein bisschen. Das ist gerade mein Problem. Ein zweiter, der schon hochgeskillt ist, wäre wahrscheinlich sinnvoll. Die Frage ist, kriegen wir noch Infos bis dahin? Ich weiß gerade ehrlich gesagt auch gar nicht ganz genau, wie wir da dran kommen. Bei der Vorratslieferung wahrscheinlich wieder. Die wollen wir uns sowieso holen, ne? Wenn ich mir jetzt aber die Vorräte kaufe, dann kann ich die Rüstung jetzt schon, ne? 200 irgendwas, das müsste reichen. Und die Rüstungen sind... So. 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 Gib mir Rüstung. Damit meine Leute dann nicht mehr sterben.
Gegenstände herstellen. Das wäre jetzt richtig cool, wenn das für alle gilt. 150, einige Leichen, ganz viele Legierungen, whatever. Die treffend benannte Predator-Rüstung soll die Lebensdauer unserer Soldaten im Einsatz erhöhen. Ich finde das cool, dass Kelly die gerade vorführt, die noch irgendwo eigentlich auf der Krankenstation rumhängt. Und es gilt für alle. Yes! Yes! Wir könnten theoretisch noch eine Magnetpistole bauen, kaufen, wie auch immer. Das wäre für unsere Sniper gar nicht schlecht. Vielleicht. Aber das lasse ich jetzt erstmal. Weil wir möglicherweise noch mehr brauchen. Noch bessere Sachen oder was anderes kaufen können. Ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt noch dauert. So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Predator-Rüstung, alles wunderbar. Wobei ich jetzt wissen möchte, 15 ausweichen. Das ist cool. Ausrüstung. So, die Predator-Rüstung. Ne? Mittelschwere Rüstung. Sonst noch irgendwas? Nicht mehr als einen Inventarplatz sonst? Gesundheit 4 steht da. Ist das mehr oder weniger als vorher? Ach, die gibt einfach mal plus 4. Holy crap. Und die hat jetzt jeder an hier, ja? Wow, und alle haben ein... Wow. Holy Upgrade. Kriegst noch eine Nanoschuppenweste. Einfach weil. Maximal... Die können alle nur eine Granate tragen. Was ist das hier? Auf damit dich zu drehen. So. Du kannst auch nicht mehr Granaten tragen. Das war traurig. Da müssen wir jetzt noch irgendwelche Ausrüstungsgegenstände bauen. Zum Beispiel komische Westen. Das sieht irgendwie cool aus. Ich mag den. Das ist ein bisschen nervig, dass die alle nur einen maximal haben können, ne? Du hast aber noch keine Granate. Guck mal, zum Beispiel sowas ist doch wunderschön. Du kannst... Ach so. Es kann nur so irgendeine Art von Granate. Gut zu wissen. Oh, die sehen alle plötzlich richtig cool aus, ne? Möchte ich mal ganz kurz anmerken. Das möchte ich mal ganz kurz anmerken. Ihr seht alle unglaublich cool aus. So, du bist noch dabei, dich zu regenerieren. Jo, Widerstandskommunikation. Das ist schon ungenutzte Illyrium-Kerne. Die Frage ist, was will das von mir? Ich weiß nicht, wofür die Kerne alle da sind. Gehen die echt nur im Testbereich drauf sonst? Das wäre ja interessant, weil dann könnte ich anfangen, dass irgendwie... Das geht nicht mehr, da habe ich nicht mehr genug für. Wenn ich jetzt echt mal einen einfach in irgend sowas reinstopfe... Einfach mal eins davon bauen oder so und dann mal gucken... Oder so ein Exo-Anzug, ne? Erhöhter Schutz wahrscheinlich. Schwere Waffen direkt an die Rüstung anbringen. Zwei Soldaten, fünf einkehren. Ganz ehrlich, wir machen das jetzt einfach. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Interessante Wahl, ladida. So, du bist fast ausgebildet. Die Alien-Verschlüsselung dauert auch nicht mehr so lange. Ich würde mal sagen... Für diese Session soll es das erstmal gewesen sein. Einfach damit wir erstmal wieder Videos haben. Und dann mache ich wahrscheinlich gleich weiter, sobald ich das nächste Video gerendert habe. Es hat funktioniert. Dieses Mal ist nichts dazwischen gekommen. Ich entschuldige mich noch mal. Es klingt wie Deutsch, aber es ist schwer zu sagen. Das ist diese Wissenschaftlerin. Die lebt da irgendwo noch. Irgendwas ist mit der. Die finden wir noch. Arg. Story. Das Strategiespiel hat eine... Für mich gerade sehr interessante Story, muss ich sagen. Okay. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich entschuldige mich nochmal dafür, dass wir leider nicht ganz mit dem Iron Man hingekommen sind. Der Bug, naja. Ich halte es immer noch für einen Bug. Ich nehme an, es war ein Bug. Es ist sehr, sehr traurig, aber was will man machen? Können wir leider nichts dran tun. Beim nächsten Mal dann wieder genau hier an dieser Stelle weiter. Hoffentlich ohne Bugs und hoffentlich ohne weitere Probleme. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.